Hallo, ich bin Sven C. und heute stelle ich euch auf der Costa Firenze die Mini-Suite 7240 vor. So, gehen wir doch mal ins Einzelne hierbei. Ein großes Bett. Auf der rechten Seite USB-Ports. Ein kleiner Beistelltisch. Ihr habt hier ein Kissenmenü und könnt aus den unterschiedlichsten Varianten auswählen. Kurz mal reingeschaut. Beach, Beach Low, Balance, Sense and Flow nennen die sich. Das ist auch online vorbuchbar. Ihr habt die üblichen Tagesprogramme liegen. My Tours, Food Experience. Ihr seht direkt, und das finde ich auf der einen Seite ein bisschen störend, auf der anderen Seite wieder toll, weil es die Sicherheit betont. Die Rettungswesten direkt parat. Auf der anderen Seite seht ihr dann nochmal einen kleinen Beistelltisch. Gleiche Variante. Keine Schublade, sondern nur ein Fach. Ihr könnt hier entsprechend dimmen. Habt zusätzlich ein kleines Fenster. Und selbstverständlich ein Balkon. Hier etwas edler mit einer Gardine versehen, einem Store zum Verdunkeln. Aber auch hier ist es tatsächlich so, er verdunkelt nicht hundertprozentig. Ja, ihr habt hier das Schließsystem, ganz einfach. Das ist eher was für eine Gartenlaube. Und dann den Balkon. Der ist etwas größer als auf den normalen Balkonkabinen. Korbsessel und ein kleiner Beistelltisch wieder. Übrigens hier findet ihr auch einen Aschenbecher. Und Anschluss für die Waschanlage. Die Geräuschdämmung der Tür und der Fenster ist übrigens sehr gut. Ja, bequeme Sofa. Dazu gehört in der Suite der Sekt auf Eis selbstverständlich. Das ist ein kleiner Obstteller. Das Besteck, weiter geht's mit Ablagefläche unter dem Fernseher. Ihr habt die Minibar, hier schon mal mit Softdrinks bestückt. Ihr habt eine Kapselmaschine mit Kaffee von Vergnano. Das ist auch der Kaffee, der generell serviert wird. Könnt euch Frühstück bestellen, den Roomservice habt ihr da. Ein Welcome Kit in der jeweiligen Sprache der nächsten Gäste. Kommen wir mal in den Anrichtebereich oder Anziehbereich. Wir haben hier nochmal Stauraum, diesmal mit Lichtsensor. Der Tresor ist das Standardmodell, was wir auch in den anderen Kabinen drin haben.
Seite lässt sich hier nicht aufziehen. Das ist ein bisschen unlogisch eigentlich. Okay. Auf der anderen Seite habt ihr nochmal Stauraum, Kleiderbügel, Regenschirm, Bademäntel, Slippers. Und nochmal Kleiderbügelablagefläche. So, dann gehen wir jetzt mal ins Bad. Außen habt ihr natürlich wieder die Temperaturregulierung. Und dann kommen wir ins Bad. Dieser Mini-Suite, das ist ein Mini-Suite. 25 Quadratmeter ungefähr. Ihr habt eine Whirlpool-Badewanne. Haltegriffe entsprechend. Ein Showergel-Dispenser, also nur für ein Misch zwischen Haar, Körper und so weiter. Ihr habt hier ein Stück Kernseife, die übliche Mischbatterie und natürlich auch hier die Wäscheleine hängen. Handtücher sind übrigens sehr flauschig. Dann habt ihr die Lüftung. Die ist hier etwas besser als auf den normalen Kabinen. Geht also schneller der Wassernebel weg. Aber hier habt ihr dann auch Ablagen, Echtglas, Rasier, Steckeranschluss hier. Hier habt ihr dann ausgewählte Ingredienzien, aber egal. Eine Handlotion, eine Bodylotion, ein Hair Conditioner, etwas fürs Auge, nochmal Seife, Schnuppertuch, zwei Waschbecken habt ihr hier. Nochmal Handtücher, Ablagen, Kosmetikspiegel. Aber auch hier in der Suite, das ist Plastik, nicht besonders gut sauber gemacht, okay. Ein großer Spiegel indirekt beleuchtet. Und auch hier habt ihr zum einen den normalen Mülleimer, Ersatzpapier, Hygienebeutel, als auch den Mülleimer für die Hygienebeutel direkt. Und wie es sich gehört, an jeder Kabinentür innen habt ihr eure Musterstation, einen Rettungsplan, wie ihr die Schwimmweste korrekt anlegt, etc. Ja, und das war's jetzt schon aus der Suite der Costa Firenze, aus einer der Suiten. Ach, kurz noch gesagt, bevor ich es vergesse, hier wird übrigens der Müll geteilt, und zwar rechts Food Waste und links Restmüll.